Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Session Wasserstoff-Multitalent für Klimaschutz. Deswegen sind Sie ja hier, das muss ich Ihnen eigentlich nicht erklären. Für Berliner Verhältnisse sind wir relativ früh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Sie sehen alle taufrisch aus. Mein Name ist Andrea Thilo, ich bin kein Industriemitglied, ich bin freie Journalistin und freue mich, die nächsten 75 Minuten mit Ihnen gemeinsam einer Frage nachzugehen und sie aufzudröseln, mehr oder weniger. Handelt es sich bei dem Diskurs mit und um Wasserstoff um einen vorübergehenden Hype oder ist es eine sehr ernstzunehmende Entwicklung, die vieles im Energiesektor verändern wird im Hinblick auf Klimaschutz, Energiewende? Das wollen wir zu Ihnen hin diskutieren, wir wollen es aber auch mit Ihnen diskutieren. Wir haben hier einen wunderbaren Würfel, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der ist aus guten Gründen mit Schaumstoff umwickelt und den werde ich nach der ersten Dreiviertelstunde, wir laufen uns ein bisschen warm, wir haben 6 Diskutanten auf der Bühne, geben Sie uns ein bisschen Zeit, um das Thema auszurollen, weil in der Frage, welche Markteinreize müssen geschaffen werden, welche Rolle spielt Power to Gas, welche regulatorischen Veränderungen brauchen wir, also die Frage der politischen Rahmensetzung, das alles wollen wir mit renommierten Speakern diskutieren und nach einer gewissen Zeit werde ich für Sie öffnen und Ihnen diesen Würfel entgegenwerfen. Und ich möchte Sie nachher ganz herzlich bitten, ihn einander zuzuwerfen, damit wir mit Ihnen mannigfaltig in den Diskurs kommen. Also, was ist die große Frage, der wir nachgehen? Wird Wasserstoff als grünes Gas die Energiewirtschaft verändern? Werden die klassischen Energieversorgungsunternehmen bei der Entwicklung zu First Movern oder werden sie gegebenenfalls von anderen Branchenplayern, unter anderem auch neuen, überholt? Welche neuen Allianzen und Kooperationen wird auch ein wichtiges Thema sein, zeichnen sich ab. Und vor allem die Frage der Synergien zwischen verschiedenen Wertschöpfungsstufen. Also wir nehmen die gesamte Wertschöpfungskette in den Blick. Freue mich jetzt sehr auf den Diskurs. Unter anderem als allererstes mit Dr. James Watson. Er ist Generalsekretär von Eurogas. Das muss ich Ihnen wahrscheinlich auch nicht erzählen. Verband der europäischen Gaswirtschaft. Er vertritt die Interessen von derzeit 44 Unternehmen und Verbänden aus 21 Ländern auf EU-Ebene. Eurogas begleitet die Vorbereitungen für das europäische Gaspaket 2020. Da geht es um grundlegende Anpassungen für den Gasmarkt. Und hierbei, und das ist eben interessant, legt der Verband einen Schwerpunkt auf die Integration von Wasserstoff im zukünftigen Ordnungsrahmen. Dr. Watson, we are very keen to hear your impulse. Where are you? There he is. Too happy to have you here. Okay. That will do. Good, good. Hello. Vielen Dank an Andrea. Und hallo, guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Es ist sehr schön, hier in Berlin zu sein. Und vielen Dank für die Einladung. Es ist ein sehr wichtiges Thema, wir müssen diskutieren. Aber habe keine Angst, ich muss auf Englisch erzählen. Mein Deutsch ist nicht so gut. Yes, it is. Aber, ja, aber mit meiner dicken British Accent, ich denke, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Und so, ladies and gentlemen, I will give my presentation in English, just so that it's clear for you. Today in Europe, at the European Union level, we are in new, uncharted waters. We've gone from a period where we talked about the golden age of gas to an era where gas is now seen as part of a problem that is called climate change. Last year, the European Commission brought out their long-term strategy to 2050, and they made it very clear that they see natural gas as only a very tiny part of our future energy system. In fact, they were estimating less than 50 BCM, billion cubic meters of gas, in 2050, when you consider that today, the market is close to 500 BCM. So 1/10 of the market they see is natural gas. Don't worry, it's not all doom and gloom. When we speak to people in the European Commission at the highest level, they tell us, actually, we see gas as part of the solution, but it is gas that must be decarbonized. And when you look at their 1.5 scenarios in the long-term strategy, you realize that actually for gaseous fuels, they're still talking about over 300 BCM, which is about 3/5 of the market today. And that's a very conservative estimate. But the question is, what is that gaseous fuel that they see? Well, in part it is natural gas, as I mentioned. It is in part biomethane and biogas, but a lot of it is hydrogen. And people ask the question, where are we going to get that hydrogen from? Well, of course, there are two main sources that we see that we can utilize at Eurogas and things that we are working on very closely to enable
this new hydrogen economy that the European Commission is seeing just around the corner. So there is the power to gas theme. As you all know, renewables are being deployed at rates that we've never seen before. Germany is leading the way, so you can be congratulated for that, but it is, of course, costing you quite a lot of money. And a lot of countries have waited and watched to see how that works. And indeed, as we've seen, there are many, many times when the deployment of renewables results in congestion or curtailment, which is also a problem for the renewable developers. And so the ideas are that as you have more congestion, as you have more curtailment, the correct thing to do is actually to use that electricity and turn it into gas. It is the power to gas scenario. And power to gas can and will, we are sure, work and will deliver a large amount of gas in the future. If you imagine today in a country like Italy, they have 20 gigawatts of solar. Their aim by 2030 is 50 gigawatts of solar. There is already a lot of curtailment during the summer months. 150% more means you've got 150% more feedstock. So the business cases will start to become real. I know later on we also have Wintershall DEA coming on, but I must also say the other side of the hydrogen coin is the blue hydrogen, the hydrogen that comes from natural gas. So there is a future for natural gas as a feedstock for blue hydrogen. And that is very important. And blue hydrogen can be produced using a technology called pyrolysis, which would be publicly acceptable because you produce what we call carbon black. It is an inert solid substance that can be stored underground, has no risk to groundwater, and indeed could even keep jobs in some coal mining regions, because in some ways you could imagine that you could actually put that carbon black back underground in coal mines. So this is actually something that could be a social good. And if you think about the two options that we have, the green and the blue, we are quite upbeat. And we believe the 300 BCM figure is likely to be an underestimation. I will say one more thing about the European context, as I've been asked here today to talk about that. In Germany, you're all talking about the Grüne Welle, the green wave. It is true, in the European Parliament, there have never been so many green MEPs. The current estimate is around 74, about 74 green MEPs. That's going up from around 50. So, yes, there is quite a large group of MEPs who are green who are coming, who will undoubtedly support the European Commission's objectives of decarbonizing the economy by 2050. But I would just finish by saying this is by no means a European-wide phenomenon. If you go east of Vienna, you will find very little enthusiasm and very few green MEPs that are coming back for this project. This is still a two-speed Europe, and unfortunately, with my accent, you know it, there's going to be a three-speed Europe very soon, which will also impact the number of green MEPs because 11 come from the United Kingdom. And they will be gone probably by the end of the year, which means we'll be down to 65. I think I'll stop there, though, Andrea. Thank you very much. I think that gives us the context of what we have at the European level. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, James. It's very interesting how you outline a very positive image on the one hand, and then you see all the challenges on the other one. So we go deeper into that later. I'm now very happy to switch back to German. Das BMWI hat die Gaswirtschaft zu einem Dialogprozess an einen Tisch geholt, Gas 2030, um den Beitrag von Gas zur Umsetzung der Energiewende zu diskutieren und notwendige Handlungsfelder abzustecken. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, Ulrich Benterbusch hier begrüßen zu dürfen als Unterabteilungsleiter Effizienz und Wärme in Industrie und Haushalten im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Wir freuen uns sehr auf Ihren Impuls. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren, und vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein bisschen aus unserem Arbeitsprozess zu berichten. Gas 2030 haben wir Ende letzten Jahres auf die Schiene gesetzt, und das hat einen ganz klaren Hintergrund. Wenn wir uns den Endenergieverbrauch in Deutschland anschauen, derzeit rund 2500 Terawattstunden, dann sind das Pi mal Daumen 600 im Verkehr, 600 im Transport, 1300 Terawattstunden in Wärme. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie viel erneuerbaren Strom produzieren wir aus Wind und Sonne, dann sind wir derzeit bei roundabout 170 Terawattstunden. So wichtig die grünen Elektronen sind, eine Energiewende in Deutschland erfolgreich werden wir ohne grüne Moleküle nicht hinbekommen.
Und das muss ein Weg sein, ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber das war eine der fundamentalen Erkenntnisse und Hintergründe, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch in einen energieträgerbezogenen Dialog gehen. Wir machen ja nicht zufällig nicht einen Dialog über Erdöl, sondern wir machen ihn über Gas, weil Gas hier und insbesondere Wasserstoff eine besondere Rolle in Zukunft haben wird. Das ist der erste ganz wichtige Punkt, der für uns in diesem Dialogprozess als Ausgangspunkt und als auch, was würde ich sagen, gemeinsame Überzeugung mit den Stakeholdern herausgearbeitet worden ist. Ein zweiter Punkt ist mir ganz wichtig, gerade in der deutschen Debatte über Dezentralität versus Zentralität, über Autarkie, Importe. Ich glaube, wir müssen uns eins auch klar machen, so sehr es nötig ist, dass wir auch grünen Wasserstoff in Deutschland produzieren, wir werden aber immer auch enorme Mengen an grünen Molekülen importieren müssen. Anders wird das nicht gehen. Und das bedeutet natürlich auch, nicht nur strombasiert, sondern wir müssen natürlich auch, Sie haben es angesprochen, blauen Wasserstoff importieren. Anders wird das aus unserer Überzeugung heraus nicht gehen. Und natürlich ist damit verbunden auch eine Akzeptanzdebatte über CCS. Der werden wir nicht ausweichen können, aber das müssen wir proaktiv aufgreifen, denn dies ist eine ganz entscheidende Fragestellung. Derzeit befassen wir uns ja in der Regierung ganz intensiv und massiv mit der Frage, wie erreichen wir unsere Klimaziele 2030? Und wenn wir uns die Modelle anschauen, die vorliegen, dann wissen wir, dass der Beitrag von grünem Wasserstoff, blauem Wasserstoff, grünen Molekülen bis 2030 zu erreichen unserer Klimaschutzziele relativ gering sein wird. Das ist ein Fakt. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen können und sagen, oh ja, warten wir mal ab, was passiert. Irgendwann ab 2030 wird es schon losgehen. Hier entwickelt sich eine neue Zukunftstechnologie, die global für die Energiewende eine Riesenrolle spielen wird. Wer ein bisschen nach Asien blickt, Japan, China, Korea, er sieht das da schon, die haben andere Dekarbonisierungsanforderungen, die sind unbedingt auf diese Technologien angewiesen. Und wir in Deutschland mit unseren Kenntnissen und Fähigkeiten im Anlagenbau beherrschen komplexer Maschinen. Das ist etwas, das können wir. Da haben wir eine große Chance. Und da sind wir derzeit auch noch industriepolitisch mit unseren Unternehmen sehr gut aufgestellt. Das bedeutet, dass wir mit den Stakeholdern im Dialog zusammen auch herausgearbeitet haben, dass da jetzt Handlungsbedarf ist und dass wir die anstehenden regulatorischen Entscheidungen, Stichwort RED2-Umsetzung, als ersten Schritt nutzen müssen, um auch mehr Elektrolyseleistung in den Markt zu bekommen, um hier auch Ansätze zu schaffen. Und wenn wir industriepolitisch ein bisschen weiter schauen, Anfang der 20er Jahre steht ja auch die Frage der Revision der Flottengrenzwerte und der Kriterien an in Brüssel. Und wenn wir in die Fahrzeugindustrie reinhören, in den Verkehrssektor, insbesondere Nutzfahrzeugindustrie, dann bekommen wir klare Signale, dass hier über die Frage der Anrechenbarkeit erneuerbarer Kraftstoffe auf die Flottenziele gesprochen werden muss. Und das ist etwas, dem stehen wir sehr offen gegenüber im BMW, weil wir auch glauben, dass die Frage der Brennstoffzellentechnologie im Verkehrssektor eine große Rolle spielen wird. Elektrifizierung ist wichtig, aber ohne die Brennstoffzelle wird es auch nicht gehen. Und das ist etwas, das wir auch unbedingt aus industriepolitischen, regionalpolitischen, arbeitsplatzpolitischen Gründen unbedingt mit auf die Tagesordnung nehmen müssen. So viel vielleicht in aller Kürze als Einleitung und ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie netterweise da Platz nehmen. Die erste Frage an Sie wird gleich sein, welche Hausaufgaben das BMWi für sich eigentlich ableitet aus dem, was Sie gerade gesagt haben, aber dazu gleich. Da stehen ein paar Herr- und Damenschaften. Möchten Sie noch einen Platz haben, dann hätten wir, wenn Sie noch ein bisschen enger zusammenrücken, ist ja kühl hier insofern. Wenn Sie noch, vielleicht machen Sie bemerkbar, wenn da irgendwo noch ein bisschen Platz ist, freue ich mich, wir haben ja doch noch eine Stunde miteinander. Da oben ist noch in der letzten Reihe, gäbe es noch ein, zwei Plätze. Vielen herzlichen Dank. Und was wir jetzt haben, ist gewissermaßen eine Voice of God. Sie kennen das, wenn die Stimme aus dem Off spricht zu uns und Menschen vorstellt. Das werden wir jetzt auch tun. Wir haben vier weitere Diskutanten und sie werden jetzt gewissermaßen im Cordon miteinander hier auftreten, von dieser Stimme vorgestellt. Wir haben Ihnen alle eine und die gleiche Frage gestellt. Und zwar lautet die Frage, welches Potenzial steckt für Ihr Unternehmen in der zunehmenden Nutzung von erneuerbarem und dekarbonisiertem
Wasserstoff. Und wir legen jetzt los und ich freue mich gleich dann auf die Diskussion zu sechst. Hugo Dijkgraaf ist Member of the Board und Chief Technology Officer bei Wintershall Dea, dem führenden unabhängigen Erdgas- und Erdölproduzent in Europa. Herr Dijkgraaf sagt, Versorgungssicherheit und Klimaschutz sind die Herausforderungen für das Energiesystem der Zukunft. Wintershall Dea setzt als größter unabhängiger Gas- und Ölproduzent Europas und als innovatives Technologieunternehmen auf die effiziente Förderung von Erdgas und beschäftigt sich im Rahmen der Forschungs- und Technologieaktivitäten auch mit Wasserstoff. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Unser nächster Speaker. Karl Berninghausen ist Chief Executive Officer bei Sunfire. Sunfire wurde 2010 gegründet und produziert Elektrolyseure in modularer Bauweise. Herr Berninghausen sagt, Wasserstoff aus erneuerbarem Strom ist immer der erste Schritt, um die Erneuerbaren dahin zu bringen, wo direkte Stromnutzung nicht geht. Die Umwandlung in E-Gas und E-Fuel wird bei weitem die größte Anwendung sein. Vielen Dank, Herr Berninghausen. Und während Sie, wir müssen Sie auch ein bisschen näher zusammenrücken, jetzt die Ferngasnetzbetreiber haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ralf Barke ist Geschäftsführer der Ontras. Ontras betreibt Deutschlands zweitlängstes Ferngasnetz, an das zwei Power-to-Gas-Anlagen angeschlossen sind. Herr Barke sagt, Ontras sieht in Wasserstoff ein dreifach positives Potenzial für eine erfolgreiche Energiewende. Regenerativ erzeugt, beschleunigt Wasserstoff die Energiewende in allen Verbrauchssektoren, schafft durch große Langzeitspeicherfähigkeit zusätzliche Versorgungssicherheit und dank unserer effizient ausgebauten Gasinfrastruktur können wir Wasserstoff mit überschaubaren Investitionen über große Entfernungen sicher bis zum Verbraucher transportieren, ohne kostspielige Umbauten in Industrie- und Gebäudebestand. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und wie könnten wir über Wasserstoff diskutieren und die Bedeutung ohne Stahlproduktion in den Blick zu nehmen? Das tun wir jetzt. Dr. Arndt Köfler ist Vorstand Produktion bei ThyssenKrupp Steel Europe. Der Essener Industriekonzern will bis 2050 insgesamt 10 Milliarden Euro in die Erneuerung seiner Anlagen investieren, um die Kokskohle zu ersetzen. Herr Dr. Köfler sagt, erneuerbarer und dekarbonisierter Wasserstoff in ausreichender Menge ist der Schlüssel zu einer klimaneutralen Stahlproduktion. Dies erfordert aber eine politisch abgestimmte Wasserstoffstrategie und begleitend hohe Investitionen in einem radikalen Technologiewandel. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Ihr letzter Satz ist meine Steilvorlage für die Frage an Sie, Herr Bentabusch. Ich habe vorhin gesagt, Hausaufgaben, abgestimmte Wasserstoffstrategie. Was tun Sie dafür, dass es die geben wird? Ja, wir tun etwas dafür, indem wir daran arbeiten. Der Minister hat das ja auf dem BETD angekündigt. Wir arbeiten daran, wir haben die Arbeiten aufgenommen, wir haben den Dialogprozess Gas 2030 genutzt, um auch über Wasserstoff intensiv mit den Stakeholdern zu sprechen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende Juni, Anfang Juli auch dazu schon öffentliche Statements aus der Leitung unseres Hauses und dem BMVI über Eckpunkte haben werden. Also das sind die konkreten Arbeiten unterwegs und wir werden auch unseren Gas 2030 Prozess, den wir ja bis Ende September abschließen wollen, mit einem Abschlussbericht und den entsprechenden Veranstaltungen auch dann öffentlich deutlich machen, wo wir bei dem Thema stehen. Es gibt auch Überlegungen, dass wir noch im Laufe des Herbst eine Wasserstoffkonferenz machen werden. Also die Bundesregierung hat dieses Thema gezielt jetzt aufgegriffen, war eingebettet in den Prozess Gas 2030, aber wer die Diskussion eben in diesem Rahmen verfolgt hat, wird gesehen haben, dass wir eben das Thema Wasserstoff als integralen Bestandteil dieses Prozesses von Anfang an mitgedacht haben, mit aufgegriffen haben. Und es geht ja am Ende auch nicht nur um Wasserstoff, auch wenn Wasserstoff eine Schlüsseltechnologie ist. Es geht ja um dekarbonisierte Gase insgesamt, also ein breiteres Feld. Das möchte ich auch nochmal deutlich machen, aber ich finde es gut, dass wir hier eine Gelegenheit haben, das alles nochmal zu besprechen, weil ich eben glaube, dass Wasserstoff neben dem Hype, den man jetzt international in Europa überall sieht, ja, müssen wir auch gucken, dass es bezahlbar bleibt,
Denn es kommt ja. Aber vielleicht dazu noch ein Stichwort. Was werden Sie tun aus politischer Perspektive, um Wettbewerbsfähigkeit, ist ja ein großes Thema, vor allem beim grünen Gas, zu gewährleisten in Zukunft? Naja, die Frage ist natürlich, mit welchen Instrumenten gehen Sie jetzt in diese unsichere Situation rein? Und ich habe angedeutet, dass wir Regulierungsschritte haben müssen, also Umsetzung der RED II. Da gibt es eine Möglichkeit, insbesondere mit Blick auf die Raffinerien was zu tun. Das haben wir mit den Stakeholdern besprochen. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass das politisch getragen wird. Da gibt es noch keine Hausentscheidung zu. Mhm. Aber ich denke, das wird jedenfalls der Vorschlag sein, mit dem wir auf die Hausleitung und hinterher auch auf die Bundesregierung zugehen. Und dann habe ich ja gerade in meinem Eingangsstatement schon angedeutet, im Fahrzeugbereich gibt es auch Regulierungsschritte, die man demnächst gehen muss. Wir tun uns jedenfalls, das will ich auch sagen, hier schwer, jetzt über Mengenziele, Quoten zu sprechen, wo wir uns heute committen, bis 2040 bestimmte Förderungen in den Markt zu geben. Das ist risikoreich für den Bundeshaushalt. Da wissen wir auch nicht, ob das in dieser Form nötig ist. Aber gleichzeitig die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, weil die großen Themen so schwierig sind, nichts zu machen, wäre komplett verkehrt. Wir brauchen jetzt Signale für den Markt. Und das, was wir von den Stakeholdern gehört haben, auch insbesondere aus der Industrie, heißt für uns, das sind die Schritte, die man jetzt sehr zügig und schnell gehen sollte. Und dass danach gegebenenfalls weitere Folgen, das ist ja nicht ausgeschlossen. Gut, Signale aus der Industrie. Welches Signal würden Sie Herrn Benterbusch gerne noch mitgeben? Offene Frage an Sie. Ich würde gerne da anschließen. Also die regulatorischen Rahmenbedingungen, die die Industrie braucht, damit die neuen Techniken wirklich wirtschaftlich werden können. Ich will zwei Beispiele nennen. Wenn wir Power-to-Gas betreiben, dann macht man das ja entweder, weil man den Strom nicht wegwerfen will, sondern ihn irgendwie aufbewahren und wieder neu verstromen will. Das ist leider sehr teuer. Aber es gibt auch eine viel sinnvollere Möglichkeit, nämlich dass man den Strom durch die Umwandlung in Gas dann in andere Sektoren, das heißt also in ganz andere Verwendungen bringt, zum Beispiel Kraftstoffe oder in die chemische Industrie. Wenn man das tut, dann verwendet man im Grunde genommen den Strom und bezahlt auch wirklich dafür. Und dann wird es interessant, weil nur dann nämlich haben wir die schönen Nebeneffekte. Erstens, es werden neue Windräder gebaut. Und zweitens, weil wir durch die volle Bezahlung des Stroms natürlich jemanden auch intensivieren, wieder neue Windräder zu bauen. Und zweitens schaffen wir dann ja ein viel stärkeres Stromnetz mit noch mehr Windrädern und, was ganz wichtig ist, mit neuen flexiblen Einheiten, die auf der Verbrauchsseite jetzt sitzen und reagieren können auf mehr oder weniger Angebot. Und diese Flexibilität brauchen wir, um die Netze der Zukunft zu stabilisieren. So, wenn man das jetzt so sieht, kommt man auf die Rahmenbedingungen der Politik auch sehr schnell zu sprechen. Nämlich erstens, wenn man sieht, die Power-to-X-Geschichte stabilisiert unsere Netze, dann ist es sinnlos, diese Elektrolyseure, die da gebraucht werden, mit Netzentgelten zu belegen. Dann verwechselt man nämlich die Problemverursacher und die Problemlöser. Das ist mal das eine. Das zweite ist, wenn wir durch die erneuerbare Qualität, also das heißt, wenn wir durch diese zusätzlichen Windräder, die gebaut werden, den erneuerbaren Ausbau forcieren und wenn wir dabei dann die EEG-Umlage genau denen aufbürden, die eigentlich die neuen Einheiten schaffen, auch dann machen wir einen großen Fehler, denn letztlich, wir reden hier über Energieumwandlung. Und wenn ein Elektrolyseur nur den Strom in eine andere Energieform umwandelt, bevor er dann verbraucht wird, kann er nicht mit einer Letztverbraucherabgabe belastet werden, sonst könnte man gleich auch die Umspannwerke gleich mitbelasten. Möchten Sie direkt dazu? Achso. Dr. Köfler, darf ich noch einen ergänzen? Ja. Ich würde gerne das eine oder andere Stichwort auch nochmal aufnehmen, das hier schon gefallen ist. Ganz am Anfang haben Sie die Frage gestellt, ist das eigentlich nur ein Hype? Das hat noch keiner beantwortet, aber man kann es aus unseren Bemerkungen ja schon oder aus Ihren Bemerkungen ja schon heraushören. Ich glaube, das muss man erstmal ganz klar mit Nein beantworten. Das ist nicht nur ein Hype, das wird die Lösung sein und das ist keine Welle, auf die wir jetzt reiten müssen, sondern das wird die Lösung sein, um 2050, warum ich das betone, versuche ich gleich auch nochmal drauf zu kommen, eine wirklich durch Wasserstoff geprägte, zumindest Industrialisierung, aber ich glaube auch in anderen Sektoren, Wasserstoffwelt vorfinden. Zweites Stichwort, das gefallen ist, ist Asien gewesen. Wenn wir uns mit unseren Partnern, wir haben einige Joint Venture in China unterhalten, in der Stahlindustrie, unterhalten, dann gehen die zum Thema Wasserstoff erstmal generell zu dem Thema Klimaschutz viele unterschiedliche Wege. Sie brauchen viele, viele unterschiedliche Lösungen. Das stimmt, da sind die eigentlich noch vor einer größeren Herausforderung als wir. Aber sie definieren Versuchsregionen.
Wenn man sagt, eine Stadt in China, dann weiß ich, glaube ich, schon also ein paar Millionen Einwohner. Eine Region ist also nochmal deutlich größer in der Nähe von Hebei. Und ich glaube so 15 bis 20 Millionen. Und die sagen, in 5 Jahren ist hier alles auf Wasserstoffbasis. Und zwar, und jetzt komme ich zum dritten wichtigen Punkt, der in der Klarheit, wie ich ihn jetzt heute von meinen Vorrednern gehört habe, mir noch nie so untergekommen ist, aber der, glaube ich, noch klarer positioniert werden muss. Die sagen also, in 5 Jahren haben wir hier eine Wasserstoffwelt, also Mobilität, Wärme für Gebäude, Prozessindustrie etc. pp. Und zwar grün. Mhm. Und ich glaube, wir müssen bei all den Dingen, die auch an Wünschen seitens der näher an Endkunden stehenden, sind wir da auch noch nicht so nah, aber zumindest sind unsere Kunden dann, Welt uns sichern müssen, absichern müssen, müssen wir diesen Punkt nochmal ganz klar formulieren. Wir haben, also ich sag mal, meinen Ingenieuren, also was habt ihr denn gelernt in den letzten 20, 30 Jahren? Ja, also wenn ich irgendeine Aufgabe habe, dann muss ich technische Ziele erreichen, ich muss ökonomische Ziele erreichen, natürlich gerade in der Stahlindustrie und damit bestimmt, soziale Aspekte immer auch ein Riesenthema, Umweltschutz im klassischen Sinne, haben wir uns natürlich auch viel mit beschäftigt, aber heute kommt noch, ich nenne das immer Twitter. Und ich glaube, dass das Thema Greenwashing eine so immense Bedeutung bekommen wird, dass wir uns damit ganz klar auseinandersetzen müssen. Und wir haben das für uns schon so beantwortet, wir werden das nur mit grünem Wasserstoff machen. 2050, ja, ich weiß, ist eine irre lange Zeit, wenn auch viele andere Menschen auf solchen Podien stehen und in den entscheidenden Handlungen stehen. Aber ich glaube, es wird nicht akzeptiert werden. Es wird nicht akzeptiert werden, in Deutschland CCS zu diskutieren, nicht in Deutschland anzuwenden, zu diskutieren, dass Wasserstoff, der in Australien, in arabischen Ländern oder was weiß ich wo, durch Förderung von heute noch fossilen Brennstoffen und Einpressen der Carbonanteile dann wieder an Ort und Stelle hier eingesetzt wird. Und dann schließe ich an mit meinem letzten Statement dazu, entschuldigen Sie, wenn ich das alles noch gut eben anbringe. Denn letztendlich müssen wir den Menschen erklären, neben all den sozialen Problemen, die vorher bitte auch noch gelöst werden, damit die Schere nicht noch weiter auseinander geht, müssen wir ihnen erklären, ja, das wird am Ende der Endverbraucher zahlen müssen. Und der hat nicht nur ein Recht auf echte grüne Produkte, wenn er grüne Produkte kaufen will, ne, wenn vielleicht mal diejenigen, die Bio-Lebensmittel kaufen, die Hände hoch, brauchen sie nicht, weiß ich, die meisten werden sowas machen, dann möchten wir auch ein Gütesiegel da drauf haben, so ist es. Und das wird dann nur die Finanzierbarkeit sein. Und deswegen müssen wir uns über Transportwege unterhalten. Das wird nie in Deutschland alleine gehen. Und das ist noch eine ganz andere Anforderung, und nicht nur über Pipeline-Netze zu denken. Okay, also Transport auch gleich nochmal. Vielleicht noch ganz kurz Sie dazu, Herr Dahlgraf, zum Frage CCS. Vielleicht kurz 2 Sätze dazu. Und dann grundsätzlich die Frage, welche Rolle Wasserstoff heute schon und in naher Zukunft vor Wintershall-Dea spielt. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und sehr gerne. Ich habe schon eine Sache sehr gut gemacht heute Morgen, weil ich habe Andrea beraten, diese Schuhe anzuziehen und nicht die Sneakers. Und also ich bin da sehr stolz. Es war doch umgekehrt. Nee, das ist total gelogen. Er sagt, ich soll die Sneakers anziehen und ich habe gesagt, zitieren, weil sonst bin ich so klein. Nee, okay, also ich widerspreche hart. Aber zurück zur Sache. Also der Punkt ist folgendes. Ich freue mich sehr, das zu hören. Also Wintershall Dea setzt ein auf Gas. 70% unserer Reserven sind Gas und wir glauben an Gas. Gas hat auch Zukunft und auch in Richtung CO2. Also wenn wir morgen schon den Kohleausstieg machen, können wir 20% der CO2 in Deutschland reduzieren. Der Weg ist richtig, es geht aber 2038 ist auch sehr lange, sehr weit weg noch immerhin. Nichtsdestotrotz sehen wir, wenn wir in der Wasserstoffseite sehen, würde ich sagen, bin ich mir einig, es ist eine Hype und es ist keine Hype. Also es ist da, es ist auch die Zukunft, es wird 100% sicher auch kommen, wird aber gehypt von vielen Leuten. Und das ist eine, glaube ich, unsere Probleme, dass wir durch diese überflüssige Hype Richtung die Sache kommen sollen. Wir sehen, also eine Sache ist ganz klar, ist, dass wir brauchen alle Formen von Wasserstoff in Zukunft. Also wir brauchen grünes Wasserstoff, wir brauchen blaues Wasserstoff. Und es gibt auch Produkte, wo man grün und blau zusammenpackt und dann kriegt man so eine Art Turquoise-Wasserstoff. Ganz interessant. Wo können Sie mir da helfen? Wo? Absolut. Methanpyrolyse. Aha, okay. Mhm. Ja, ist so grün, wie es sein kann, aber es kommt von Gas. Mhm. Es gibt null CO2-Emissionen. Wir sind da sehr an interessiert. Und das ist ein Produkt, was ich würde sagen, ist grün. Und wenn einer sagt, das ist blau, sage ich, alles okay, dann machen wir das Turquoise. Ja. Was ich übrigens ganz interessant finde auch ist James, ich sage das mal auf Englisch, ich weiß nicht, wie gut die Übersetzer sind,
I understood that you studied in Leeds. Yes. Yes. Yeah. And Leeds is interesting because Leeds is the first city in the world that has said that all heating will be from blue hydrogen. So you have a massive influence in your old student town, in some way at least. Yeah, but maybe you can you refer to that just quickly? Where is it interesting to look to Leeds in its special innovative way to go? And where do we have a different situation, for example, here in well, Germany just say, and other parts of Europe? So maybe you can... Well, I think actually there are cities in Germany that can be exactly the same as Leeds. Leeds has been chosen as a city that would be driven by hydrogen. And I said three-speed at the beginning. I didn't actually finish, which I should have done. The UK is very clearly going to move towards a hydrogen economy. They're making it very clear that they believe hydrogen will be part of their key solution. So in a way, it's kind of decided. Hydrogen is the future for the UK. H21, that's the project that is being referred to by Hugo, basically looks at a city of 1 million people and how progressively, over the next 10 to 15 years, they will change from natural gas heating to hydrogen heating. As that is successful, they will consider rolling it out to industry, and then beyond that to other cities like Manchester, Liverpool, Northeast. And so it's being set up using steam methane reformation, basically where the natural gas falls onto the land. They will then take the CO2 off and will store it underground in the aquifers of the North Sea. It's a little bit different to the pyrolysis. Probably doesn't capture the same amount of CO2 as pyrolysis does, but nevertheless, you are creating a low carbon future for heating and industry, which will certainly help the UK achieve its carbon goals. Vielen Dank fürs Warten, Herr Wacke. Kein Problem. Ontras-Perspektive, also wir haben das Thema Transport, Infrastruktur und so weiter, ist ja jetzt schon an mehreren Aspekten angeklungen. Was wollen Sie auf den Tisch legen, wo Sie sagen, da müssen wir unbedingt drüber reden, in der Flüchtigkeit von Gas? Viele Dinge. Vielleicht lassen Sie mich einsteigen mit dem Thema Hype. Ich bin erstmal froh, dass wir so eine absolute abgestimmte Position gegenüber dem Wasserstoff haben. Das war vor einigen Jahren doch deutlich anders und wir haben immer sehr stringent drauf gedrängt, dass wir in diese Richtung agieren. Und mittlerweile hat sich das aber wirklich durchgesetzt und wir haben eine ganz klare Sachlage erzeugt, dass wir gesagt haben, das ist die volkswirtschaftlich sinnvollste Lösung, so an die Energiewende ranzugehen. Was das Thema Transport von Gas betrifft und insbesondere jetzt zwischen der Wertschöpfungstiefe, Schöpfungsstufe Erzeugung bis zu der Anwendung, stecken wir ja mittendrin. Und das Thema Wasserstoff ist prinzipiell erstmal nichts Neues für uns. Wir können ganz weit in die Historie zurückgehen, können sagen Wasserstoff. Stadtgas, dort hatten wir Wasserstoff im Umfang von bis zu 50% in unseren Rohrleitungen drin. Wir können in die nähere Vergangenheit schauen, dort haben wir bereits mehrere Elektrolyseuranlagen bei uns am Netz direkt dran, die auch einspeisen, die entsprechende Mischgase erzeugen, die dann zum Endkunden gehen. Die Herausforderung, die eigentlich jetzt auf uns zukommen, ist wirklich mit größeren Mengen von Wasserstoff umzugehen. Und dann auch gleichzeitig dahingehend unsere Netzplanung auszurichten. Und Sie wissen ja, und deshalb ist auch bei uns dieser Zeitdruck so ein bisschen immanent, wir haben eine sehr langfristige Investition in die Netze rein. Das heißt also, wir müssen auch relativ klar wissen, wie baut sich der Zukunftsweg auf für unsere Netze, was ist der Nutzungspfad. Und deshalb drängen wir auch so stark in Richtung Politik, gebt uns klare Vorzeichen, wann und wie und welchem Umfang können wir mit diesem Wasserstoff rechnen, damit wir ihn auch transportieren können. Das Ganze mündet bei uns, das wissen Sie, in diesen NEP-Netzentwicklungsplan, wo wir versuchen, diese Sachen vorzudenken. Wir haben das bisher nur sehr kursorisch in diesen Entwicklungsplänen reingebracht und wir werden aber jetzt am 17.06. den neuen Entwicklungsplan beziehungsweise die Szenariorahmen dafür veröffentlichen. Und dort werden wir doch ganz klare, mengenbasierte Szenarien mit reinbauen, weil wir sagen, wir müssen jetzt damit rechnen, weil die Zeit ist reif und es geht vorwärts. Was wir natürlich als Hausaufgabe machen müssen, ist unsere Netze, unsere Bestandsassets wasserstoff-ready zu gestalten in diesen Größenordnungen. Und wir merken dort auch sehr schnell, wenn man sich grundlegend damit befasst, dann ist ein reines Zumischen von Wasserstoff irgendwo endlich. Weil erstmal sind die Volumenprozente nicht gleichzusetzen mit der Dekarbonisierung aufgrund der unterschiedlichen Brennwerte, die da drinnen stecken. Und auf der anderen Seite ist die Verträglichkeit bei den Anwendern sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das heilen an einigen Stellen, indem man mit Qualitätsmaßnahmen agiert, wie Membranfiltern oder sowas, wo wir auch Forschungsprojekte gerade starten. Aber wir werden, denke ich mir, sehr deutlich auch in Zukunft dezidierte, eigenständige Wasserstoffnetze über ganz Deutschland sehen. Bevor ich nochmal zur CCS-Frage zurückkomme, die ich eben dann doch unterschlagen habe, eine Frage noch an Sie. Um infrastrukturelle Veränderungen zu wuppen, wie wird das finanziell möglich sein? Da gibt's das ist eine falsche Frage.
Entschuldigung. Gibt's klar, so. Nein, das kann ich euch fragen. Es gibt klar gesetzte Rahmen im Grunde. Wir haben diese regulierten Assets im aktuellen Zeitpunkt. Und dort sind auch ganz klare Regeln festgelegt, wie wir entsprechende Ausbauzyklen beantragen müssen, wie wir auch den Return dafür erhalten. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk, sondern was es für uns so schwer macht, im Grunde genommen, ist die Zeitschiene. Weil wir haben jetzt Abschreibungsraten über 55 Jahre. Das heißt, wenn wir jetzt investieren, dann möchte ich auch gerne, dass die Leitung 55 Jahre noch irgendwo existiert. Danke. CCS nochmal, wollte ich noch eine Stimme von Ihnen haben und dann interessiert mich auch die Frage und danach möchte ich öffnen für Sie alle, die Unterscheidung zwischen blauem und grünem Wasserstoff aus Klimaschutzperspektive und aus Energiewendeperspektive, wie wichtig, da möchte ich nochmal ein Stimmungsbild haben, wie wichtig ist sie oder wie nicht wichtig ist sie? Ja, also Richtung CCS, das ist eine ganz interessante Diskussion, also in Deutschland ist es ganz schwierig, das ist politisch ganz schwierig, in anderen Ländern in Europa ist das also sehr gewünscht. Also ich habe selber 9 Jahre in Norwegen gewohnt. Die Norweger sind da auch nicht doof. Die setzen sehr stark ein auf CCS. Die sehen das als sehr sicher und eine sehr gute Lösung. Und die können sogar die Speicher für Europa in CCS sein, also vielleicht auch für Deutschland. Also, und die sagen einfach, die CO2, die jetzt in die Atmosphäre geht, jetzt schon, jeden Tag, ja, die können wir entweder in die Atmosphäre gehen lassen oder die werden wir reinpressen in eine Lagerstätte, 4 Kilometer Tiefe. Das wird nie rauskommen, nie. Und, sagen die, wenn es mal rauskommen würde, da kommt der gleiche CO2 raus, die wir jetzt schon in die Atmosphäre gehen lassen. Sie dazu, Dr. Danke. Ja, ich knüpfe nochmal an das, was ich eben schon mal gesagt habe. Ich bin zwar Techniker, aber ob die Sicherheit dieser Verfahren zu gewährleisten ist, will ich gar nicht diskutieren. Kenne ich auch so, würde ich auch erstmal aus dem, was ich gelesen habe, bestätigen, scheint so zu sein. Aber wir müssen uns nochmal alle damit beschäftigen, was ist denn das, was die Gesellschaft haben will. Und nochmals, am Ende des Tages muss es jemand finanzieren. Und ich finanziere als Mensch persönlich nur Dinge, wo ich weiß, die sind so und so von ihren Ausprägungen, sind so hergestellt, keine Kinderarbeit, alles ökologisch ordentlich. Und dann kann ich am Ende des Tages vielleicht auswählen, jawohl, ich habe ein Produkt aus blau hergestellten Energien, wunderbar, oder wählen zwischen grünen. Soweit mal zu der Marktsicht überhaupt, die wir da entwickeln müssen, glaube ich noch. Und nochmals dann auch meine Meinung zu den Rahmenbedingungen in Europa und auch in Deutschland insbesondere. Also ich komme aus einer Region, wo mal ein Unternehmen, nicht wir, versucht haben, eine CO-Pipeline zu verlegen. Gescheitert ist, muss man glaube ich so sagen. Ich weiß nicht, ob es noch verfolgt wird. Ist nicht mein Business. Ich glaube, das ist eine echt interessante Diskussion. Ich habe, glaube ich, keine Lust, auf so einem Podium zu stehen und zu vertreten, dass wir in 20 Millionen Tonnen CO2, das ist das, was wir bisher noch emittieren, 20 Millionen Tonnen CO2 in unseren eigenen Hafen nach Amsterdam verbringen. Ich glaube, das wird nicht möglich sein. Ne? Also ich glaube an vieles, was Europa und Deutschland leisten kann, aber die Geschwindigkeit, mit der wir solche Dinge dann auf den Weg bringen können, halte ich für nicht realistisch. Herr Banninghoff? Ich glaube, wir müssen auch die öffentliche Wahrnehmung hier einfach akzeptieren. Es gibt Vorbehalte gegen die Speicherung von dem CO2, weil die Leute einfach nicht ganz sicher sind, ob das CO2 durch tektonische Verschiebungen oder dadurch, dass später mal jemand anbohrt oder wie auch immer, wieder rauskommt und dann war ja alles umsonst. Das ist einfach so, dass die Bevölkerung dort gewisse Vorbehalte hat, das müssen wir akzeptieren. Ich glaube aber, dass ein Streit zwischen CCS und CCU, also soll man jetzt den Kohlenstoff raufholen und dann wieder verpressen oder soll man gleich von vornherein eine erneuerbare Lösung? Ich glaube, wir können uns diesen Streit überhaupt nicht erlauben. Ja? Wir müssen beides tun und zwar beides so gut und so stark wir können und wir müssen uns auch gegenseitig dabei unterstützen. Alles andere macht keinen Sinn. Also wenn ich jetzt das mal auf die Privatsphäre übertrage, würde ich immer sagen, klar, wer Müll erzeugt, sollte ihn bitte auch vernünftig entsorgen. Ja? Das ist eben die CCS-Variante. Wer Müll vermeiden kann, sollte das bitte auch tun und wir sollen einfach beides machen. Ja? Das ist sinnvoll. Herr Winterbusch, Herr Barke? Ja. Also ich möchte einfach dafür plädieren, dass wir erstens technologieoffen rangehen und dann auch wirklich einen Blick haben auf das, was finanzierbar ist. Technologieoffenheit deshalb, weil wir wollen als Staat nicht entscheiden, ob das so, also blau oder grün sein muss. Wir werden eine Regulierung bekommen, die werden wir durch Brüssel bekommen. Und dass wir
Deutschen, bei den Stichworten, die Herr Köfler angesprochen hat, sich ein bisschen anders ticken als vielleicht die Engländer oder die Dänen oder die Schweden. Oder das ist ja alles okay. Umsetzung ist dann national, und wenn sich ThyssenKrupp entscheidet, nur auf grünen Wasserstoff zu gehen, und die Aktionäre machen das mit, wohl wissend, dass der blaue billiger ist, dann wird die Regierung nicht sagen, nehmt den blauen. Das ist doch völlig klar. Ja? Aber wenn wir vor der Frage stehen, kriegen wir das hin mit der Direktreduktion über Wasserstoff, und der grüne ist zu teuer und der blaue ist da und kann benutzt werden, dann wären wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir den blauen nicht nehmen würden. Also das ist jedenfalls meine persönliche Einschätzung. Mhm. Ja? Dass wir eine Akzeptanzdebatte in Deutschland haben werden, da bin ich fest von überzeugt. Die müssen wir auch führen, aber bitte Technologie offen. Mhm. Und dann ist mir ein Punkt ganz wichtig aus der internationalen Debatte. Wir haben heute gasexportierende Länder, deren soziale Sicherheit, deren Wohlstand hängt davon ab. Und in der Regel haben die nicht viel anderes. Wenn wir es nicht schaffen, denen auch Geschäftsmodelle anzubieten, die sie in einer dekarbonisierten Welt anwenden können, Stichwort blauer Wasserstoff zum Beispiel, ja, dann haben wir doch viele Hotspots demnächst aus ganz anderen Gründen. Und dann werden die natürlich versuchen, ihr fossiles Erdgas weiter in die Märkte zu bringen. Was sollen die denn sonst machen? Was sind denn die Alternativen? Mhm. Also auch vor diesem Hintergrund, meine ich, müssen wir sehr vorsichtig mit dieser Debatte sein, um da kein Porzellan zu zerschlagen. Mhm. First you and then you, James. First you, Mr. Backe. And then, yeah. Das Thema gesellschaftliche Akzeptanz, ich glaube, ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder beachtenswert vor uns hertragen, weil das kann eine Schlagkraft entwickeln, die dann nicht mehr in der Sachebene geführt wird, sondern meistens auf einer anderen Ebene, und die extrem schädlich diesem ganzen Prozess gegenüberstehen kann. Vielleicht nochmal zu dem Thema, wo kommen die Quellen eigentlich her? Es sollte keiner der Annahme unterliegen, wir könnten das reine Weg autark in Deutschland produzieren. Mhm. Wir haben dort einfach nicht die Flächen zur Verfügung, und wir haben auch Anfang des Jahres der DVGW eine Studie rausgebracht, wie wir die Vergrünung des Gases, mit welchen Mitteln wir das von rein mengengestaltungstechnisch darlegen können. Da kommt ganz klar raus, die Hälfte des Gases 2050 wird Import sein. Mhm. Und das heißt, das bestätigen auch andere Themen. So. Und das zahlt auch genau das rein, was Herr Wenderbusch sagt. Wir können damit den Ländern auch wirtschaftliche Basis weiterhin bieten, die bisher die Produktion darstellen, auch nicht nur die Produzenten, sondern auch die Transitländer im Endeffekt. Weil wir haben momentan wieder eine schöne Diskussion, dass nämlich gerade unsere osteuropäischen Kollegen sagen, wir können nicht so stark dekarbonisieren, weil sonst geht uns unsere wirtschaftliche Grundlage flöten. Und dieses Thema kann man sehr schön heilen, indem man sagt, nein, wir brauchen weiterhin Import, wir brauchen weiterhin Transit durch ganz Europa, und dahin gilt es natürlich dann auch, diese europäischen Rahmenbedingungen zu schaffen, wo momentan ja noch mit unseren Cent-Standards mit 2% Wasserstoff noch ziemlich weit unten sind. Das heißt also, auch da sind noch Aufgaben zu tätigen. James. Yes, if I may. What is in your mind? Oh, a lot. I can tell you, very, very interesting discussion. I just respond to that, though, if I may. Yeah, please, of course. Of course, Europe has been a great neighbour to all of the areas around it. We've been taking hydrocarbons from Russia all the way through to the Middle East, North Africa, Algeria, and that really has been quite important for their economies. And I can assure you, when those governments come to Brussels and they look at the future, I was there for the Algerians, and they see 50 BCM gas in 2050, they go grey. They're like, really? That's how much we give you every year now. What's happening to us? Mm-hmm. We have to continue to be a good neighbour, because otherwise we will destabilise the entire region around us, which will not be in our interest. Yeah. That means that we have to encourage the Russians, the Ukrainians, good example of a transit country, could easily develop lots of renewable electricity where we are struggling with public acceptance in Europe today, and they can stop being a transit country, country, and they will indeed be able to sell us the gas that we will take, green or blue hydrogen, green in their case. This is actually the strategy that we need to pursue. It's a strategy that the European Commission are starting to look at. It is no longer the idea that as we create more of a renewabilized Europe, that we would simply put up the barriers and say, we are an island for energy now. No, we need to continue to work. There's also an economic reason for that. And that's because it will help keep the prices lower. You actually create more competition. You could even bring hydrogen from Chile. You can actually ship it long distances. The Tokyo Olympics will be the Hydrogen Olympics. They're getting most of that from Australia. So in reality, it is very easy to ship hydrogen. And ultimately, my view is that we continue to be a good neighbor. Europe must be a good neighbor, and we will continue our trading relationships on energy. That's vital. Different types, but still we will do it. Then I would just say three things, actually. You talk about the way that we look at how we create the hydrogen economy of the future. Well, all of the big changes are built basically around three things.
regulation, money, and public acceptance. And I come from Brussels, and all we think about generally is the regulation, and often we don't think about what is the most important thing at the end, the third one, the public acceptance. Because we are living in a nice era, we talk about regulation all the time. And the Finns will take over the presidency of the European Union for the next 6 months, and they've declared to be carbon neutral or decarbonized by 2035. It's 15 years away. Yeah. But their pressure will be enormous to try and drive others in that direction. And so I believe there is a new regulatory package going to come, which is going to be shaped more and more with that idea. So I will say this, regulation I think will come. I think what you're saying actually, from the Sunfire point of view, regulatory barriers exist. It is crazy that electrolyzers might face barriers of tariffs on both sides, electricity and gas. That has to go. But beyond that, you get to the money point, you're going to need incentives. In my opinion, we have to find the right way to incentivize. Mm-hmm. And it's not necessarily that we want to go down feed-in tariffs, but maybe you look at things like curtailment today. Society will pay renewable production to do it, but then we'll pay them again if they're curtailed. Perhaps the right thing to do is say, no, actually, you should be investing in power to gas, and you'll receive the gas market price, rather than asking society to pay twice. Mm-hmm. I will stop there, but these are the ideas that I think we should talk about. Is there any other point we should talk about related to power to gas anlagen? In Germany, anything else you would like to address in order to build more of them and to make it a very big stake in Germany, power to gas? Die Frage der Rahmenbedingungen ist eigentlich immer noch das Thema. Herr Bender sprach es vorhin schon an. Ich glaube, wir befassen uns sehr intensiv mit dem Thema, aber was uns eigentlich wirklich fehlt, sind ganz konkrete Entscheidungen. Wie kriegen wir es jetzt wirklich hin, diesen volkswirtschaftlich optimalen Pfad zu beschreiten und einen adäquaten Rahmen zu schaffen, wo sich eine Investition in Power-to-Gas-Anlagen lohnt, weil der daraus resultierende Wasserstoff entsprechend wettbewerbsfähig ist oder entsprechende Verwendung auch wirklich findet. Und da hängen wir immer noch fest, meiner Ansicht nach. Wir haben doch noch ein sehr großes Gap, wir hatten das vorhin schon eingangs gesagt. Und es gibt die verschiedensten Themen, wie man das angehen kann natürlich. Das Thema Quote kam vorhin schon mal, die Fragestellung. Wir können das Thema natürlich auch über die Steuer- und Umlagenreduzierung, wir hatten auch teilweise als FNB den Vorschlag gemacht, nehmt temporär erstmal in das regulierte Asset mit rein. Wir können Anreizprogramme schaffen, indem wir Versteigerungen von CO2-Vermeidungskosten versuchen, dort zu generieren. Also es gibt eigentlich mittlerweile viele Lösungen auf dem Tisch. Was ich sehr gerne hätte, wäre, wenn wir relativ schnell zu einer Entscheidung kommen und zumindest erstmal einen ersten Schritt tun. Wir müssen nicht gleich den größten Schritt tun, aber erstmal einen ersten Schritt, wo wir anfangen können, das ganze Thema. Mhm. Herr Banninghaus und dann Sie, Herr Winterbusch. Also wir reden ja viel mit Konsortien und großen Kunden, die in Zukunft diese Technologie einsetzen, denn wir sind ja diejenigen, die ihnen die verkaufen wollen. Und ich kann jetzt schon sagen, dass heute viele dieser Leute überhaupt gar keine Sorgen mehr haben vor den Kapitalkosten. Das heißt also, die Kosten der Anlagen sind entweder vertretbar und sie sind auch untergeordnet zu den Gesamtkosten, die man bei einer Erzeugung von Wasserstoff oder von Kohlenwasserstoffen hat. Das heißt also, die Kapitalkosten sind es gar nicht mehr, die heute die Leute schrecken, sondern das, was in Deutschland die Projekte stoppt, sind die Betriebskosten. Und das bedeutet die Umlagen letztlich, die hinter dem Strom stehen. Das wird dazu führen, dass wir diese Technologie zwar bekommen, aber eben nicht in Deutschland. Und wir können aus unserer Sicht sagen, wir werden diese Technologie dann eben in den Ländern etablieren, in denen diese Regularien anders sind und wo die Belastung nicht da drauf gelegt wird, die da nicht hingehört. Und dann wird es eben so sein, dass wir die Technologie haben, nur eben nicht hier. Wir werden sie allerdings bezahlen. Und das ist leider dann eben sozusagen das Ende vom Lied. Wir brauchen die erneuerbaren Kraftstoffe zum Beispiel und dann werden wir die halt importieren und werden das bezahlen, was dann in den anderen Ländern investiert wird. Ich glaube, diesen Fehler sollten wir nicht machen, sondern wir sollten dafür sorgen, dass in Deutschland Betriebsbedingungen entstehen, wo solche Anlagen auch hier gebaut werden können. Herr Winterbusch? Jetzt will ich mal ganz klar sagen, das werden wir tun. Das Podium hat sich schon gelohnt. Und zwar Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Nein, wir sollten ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja? Ich habe ja angedeutet, was für einen Pfad wir uns vorstellen können. Wir haben die Reallabore kurz vor der Entscheidung. So, da wissen wir auch, Technologie ist da, wir brauchen noch innovative Anwendungen in komplexerer Form. Das wird jetzt als nächstes angegangen. Damit gibt es schon mal auch einen gewissen Aufwuchs an Elektrolyseleistung hier im Land. Das soll man nicht kleinschreiben. Das ist ein Programm, das ist über mehrere Jahre angelegt, jedes Jahr 100 Millionen. Ja? Und ich höre gerne, dass es eher die Frage OPEX ist als CAPEX. Aber das ist auch eine Thematik. Klimakabinett,
CO2-Bepreisung, da kommt ja jetzt was in Bewegung. Es ist ja nicht so, als wenn das noch niemandem aufgefallen ist, dass wir hohe Strompreise haben. So, und dass wir hier beim EEG eine Situation haben, die uns an bestimmten Stellen eine Entwicklung vielleicht stärker verbaut als anderen. Das ist uns ja alles sehr bewusst. So, aber ich glaube, wir müssen uns einfach klar machen, es muss Schritt für Schritt gehen. Und diese industriepolitische Dimension, natürlich brauchen wir hier diese Anlagen, wir müssen auch hier produzieren, aber gleichzeitig bei der Ressourcenausstattung, die Deutschland hat, und bei den ambitionierten Zielen, die wir für erneuerbaren Strom haben, gibt es hier natürlich auch eine Konkurrenz zwischen grünem Wasserstoff und grünem Strom für den Rest. So, und wer sich ein bisschen mit dem Thema Akzeptanz, also Stichwort Arbeitsgruppe Akzeptanz der Koalitionsfraktionen, ist ja auch in der Presse schon weit berichtet worden, wenn man sieht, wie schwierig es ist, da zu gemeinsamen Ergebnissen politisch zu kommen, weil Windausbau onshore eben nicht mehr ein Selbstläufer ist, dann müssen wir uns auch klar machen, dass in the long run wird der Anteil, den wir hier lokal produzieren an grünem Wasserstoff, der aus meiner Sicht geringere Teil sein. Das meiste werden wir importieren müssen. Ist auch keine Katastrophe, finde ich eine gute Sache. Tun wir auch heute bei Energien. Ne? Alles in Ordnung. Aber das, so sehen wir es jedenfalls. Hugo, oder Sie direkt dazu? Hier. Ich kann mein Mikrofon schon fast wieder hinlegen. Also das ist der Punkt, der mir auch durch den Kopf gegangen ist. Wir müssen uns ganz ehrlich dazu machen. Wir werden, wenn wir alles umstellen auf erneuerbare Energien, möglicherweise dreifachen Stromverbrauch in Deutschland haben. Und das ist einfach unrealistisch, physisch unrealistisch. Da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Und es ist kein Beinbruch. Die Steinindustrie ist entstanden dadurch, dass sie eben an Rohstoffe sich angesiedelt hat und sie seit 100 Jahren aber in unserem Fall zumindest diese Zechen schon nicht mehr existieren. Und sie sich in der ganzen Welt eben diese Stoffe und in Zukunft auch im Wettbewerb beschaffen wird. Ich glaube nur, dass wir eben auch nochmal im Zuge von unterschiedlichen Technologien, ganz klar, wir gehen auch technologieoffen, haben Sie auch vollkommen recht, und ich habe hier hoffentlich auch nicht gesagt, dass wir 10 Millionen Tonnen grünen Stahl herstellen wollen, schon gar nicht in der Zeit von jetzt bis 2050, dass da ein Anteil von blauer ist, wenn dafür ein Markt und die Gesellschaftsakzeptanz da ist, wird dann wahrscheinlich auch der Fall sein. Aber Ziel muss sein, 100% grün, da bin ich dann doch schon so hart. Das Thema, das wir wirklich noch nicht hingereicht genug diskutiert haben an der Stelle, wenn wir sie importieren müssen, diese Energien. Ich höre immer nur Netze. Ich gucke jetzt mal so als Verbraucher. Ich höre immer nur Netze. Wo sind die Regularien für Schiffstransport, Binnenschiffstransport? Wir sind immer ein Standort, der vom Rhein abhängig ist. Also wir haben im Ruhrgebiet ein Wasserstoffnetzwerk, ist bekannt. Das ist das eine, um dann noch zu uns zu kommen. Aber wir haben auch einen eigenen Hafen und wir müssen gucken, was machen die Amsterdamer oder die Ara-Region. Und dann wirklich dazu den zweiten Punkt nochmal. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn man vom Markt her denkt, werden wir dafür Lösungen finden. Technologien sind auch da, aber an die Politik bitte nochmal. Das größte, allergrößte Problem, und das wird uns Zeit kosten, ist die Genehmigung. Wir müssen alle Hochöfen demontieren. Vergleichbare Hochöfen 2.0 aufbauen, die Direktreduktion für 10 Milliarden Euro. Wir haben auch ein eigenes Problem dabei, nicht nur, was den CapEx angeht, aber auch kapazitiv das zu begleiten. Und das ist, glaube ich, kein Thema, was nur in Nordrhein-Westfalen zu diskutieren ist. Genehmigungstechnisch. Sie müssen uns die Genehmigung innerhalb von ein paar Wochen geben, sonst wird es gar nicht funktionieren. Herr Bentabusch steht noch. So, jetzt komme ich in Schwierigkeiten. Wir haben noch 20 Minuten. Ich möchte Sie müssen sich jetzt alle ein bisschen kurz fassen. Hugo, du wolltest auch noch was sagen. Aber in welcher Reihenfolge? Und dann Sie noch. Ja, dann möchte ich noch kurz. One question about alliances and cooperation in Europe. Very important. Then also, we open. Genau, ich mache das aber ganz schnell dann. Also erstmal, Wasserstoff ist ein internationales Produkt, überschreitet die Grenzen. Und das ist mal ganz total wichtig. Und ich glaube, wir müssen das nicht zu viel lokal sehen und verstehen, dass es wirklich international ist. Dann bin ich sehr froh zu hören, dass wir uns eigentlich alle einig sind, glaube ich, dass wir alle Formen von Wasserstoff brauchen und schnell. Und dass wir darum auch nicht zu viel konkurrieren müssen, aber eher zusammenarbeiten müssen, um dieses Produkt hinzukriegen. Und dass wir auch wirklich gucken müssen in die Wertstoffkette. Und da bin ich auch sehr froh, dass, sage ich mal, Kunden auch da sind, weil wir müssen das von beiden Seiten von der Markt sehen. Das ist wirklich marktgetrieben. Also von daher soll der Markt das auch entscheiden. Also CO2-Preise finde ich gut. Quota macht überhaupt keinen Sinn. Also ein bisschen von dieser Ecke auch noch zu sehen.
Herr Berninghausen, und dann? Wir dürfen vor allen Dingen nicht vergessen, dass die meisten Wasserstoffatome, die wir verwenden, nicht purer Wasserstoff sind, sondern Kohlenwasserstoffe. Und dass wir da auch gar kein Problem haben mit Transportnetzen, denn das sind normale Tanker und normale Gasleitungen, die sind ja alle da. Da sind auch die Antriebe da. Und wenn man eine Raffinerie heute anschaut, die hat ungefähr 3% maximal Wasserstoffbedarf. Der ganze Rest sind Kohlenwasserstoffe. Wenn wir wirklich unsere Energie umstellen wollen auf Erneuerbare, dann müssen wir eben auch auf diese Kohlenwasserstoffe schauen und müssen sagen, der Wasserstoff, so wie uns die Natur das vormacht, der ist am einfachsten zu handhaben, indem wir ihn an ein Kohlenstoffatom binden. So, also werden wir Wasserstoff in großen Mengen erzeugen, elektrisch und auch im Ausland, gar kein Problem. Dann binden wir ihn an ein Kohlenstoffatom und können ihn dann als Rohölersatz oder als Gas auf dem ganz normalen Wege herbringen. Da haben wir weder ein Problem mit der Infrastruktur noch mit den Antriebssystemen. Mhm. Danke. James, I just wanted to come back to the question. You said, let's not destabilize other regions. So looking east and west and elsewhere, which kind of collaborations and alliances, etc., are necessary in the future to tackle what we are talking about? Well, I think obviously we need to have the global agreement at the top. So if you look at the UNFCC, the climate change agreement, the Paris agreement, I think it's really important that people adhere to it. We had difficulty with the United States. The United States under Trump made it very clear that they would like to leave that. Mm-hmm. The good news is that the Russians and the Chinese, rather than saying, okay, if the Americans won't play, we're going to go back to our playground as well and, you know, play in our own sand, have actually said, no, we will stay. We will actually achieve this together. And in a way, the United States, I think, are even reconsidering their points of view. Mm-hmm. They're very regular visitors to Brussels at the moment. Whether it's Trump or Rick Perry or others, they come very regularly, and I think that there is a growing entente cordiale between the United States and Europe. So the partners that we need are global, first and foremost. Europe cannot defeat the 1.5, 2-degree challenge alone, so we need a proper global agreement. Mm-hmm. Then I would say in our regional area, we need to maintain the partnerships we have with people like Russia, with people like the Ukraine, even with Turkey, Middle East countries and North Africa, and actually continue to look at the way that we have operated for many, many decades and continue to develop new opportunities with other countries around the world. I honestly believe that all the technologies that we need to beat climate change exist. It is possible to move hydrogen around. We will have to upgrade some of the infrastructure. There's no doubt about that, but we would have probably upgraded the infrastructure anyway, as you do in general. Okay, with hydrogen, it means you have to do the valves and the compressors, very specific technical parts of the grid. This is very clear, even if your pipes can be maintained. But this isn't rocket science. Mm-hmm. In the 1960s, in Germany and in the UK, we used to run our heating systems on a mixture of methane and hydrogen. Here we did, DDR Stuttgart. I guess it was more than 50%. Exactly. Dresden, Leipzig, yeah. I believe many cities in Germany, in the UK, Leeds. These were 50% hydrogen cities until we found natural gas. Mm. Then we just changed them. You can go into my parents' house and you can find the old valves and, and bits and pieces that used to be firing the hydrogen boiler back in the 50s and 60s. People are always saying, oh, hydrogen, how's that going to work? 50% in the past. If we can't do what we did in the past, then what hope do we have for the future? Thank you. Thank you all very much until now. We have 17 minutes to go. Ich habe diesen wunderbaren Würfel. Ihre Fragen sind mehr als willkommen oder Erfahrungsrealitäten, die Sie uns... Also, können Sie weiterschmeißen? Ich bin ganz schlecht. Bundesjugendspiele-Katastrophe. Vielen Dank, super. Und können Sie sich ganz kurz, ganz nah reinsprechen und ganz kurz vorstellen, wer Sie sind? Andersrum, oder? Nee, ist richtig. Nee, richtig. Ah, ist gut. Wunderbar, es funktioniert. Einwandfrei. Ja, mein Name ist Tim Kehler, Zukunft Erdgas. Und ja, eine Frage an Ulrich Benterbusch. Wir haben ja gerade gehört, das Thema Randbedingungen, daran wird gearbeitet. Allerdings gibt es noch eine gewisse Zurückhaltung, was konkrete Instrumente, auch was Einführung von Wasserstoff anbetrifft, Stichwort Quoten, Diskussionen und Ähnliches. Kann ich gut verstehen, eingedenk auch viel Erfahrung, die man jetzt in der Einführung der Erneuerbaren gemacht hat. Aber ist es nicht sinnvoll, zumindest ein politisches Ziel mal zu diskutieren und zu stecken, dass man überhaupt mal irgendwo eine Landmarke auch setzt, wo man hin will mit dem Thema Wasserstoff? Oder ist das vielleicht sogar auch das Ergebnis einer Wasserstoffstrategie? Danke. Ja, das müssen wir sicher diskutieren, auch im Rahmen der Wasserstoffstrategie. Das ist einfach mit den Zielen so eine Sache. Ja?
Im politischen Raum sind wir froh, dass wir im Augenblick keine Zieldebatte im Rahmen der Energiewende haben. Da hat es ja auch schon genug Anstrengungen gegeben. Wir haben uns Ziele gesetzt, wir erreichen die nicht. Sind die Ziele falsch? Und deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob wir jetzt wirklich weiterkommen, wenn wir sagen, okay, am Ende 5% Beimischung im Netz für Wasserstoff bis 2030 oder so. Das ist eine ganz schwierige Debatte. Da gibt es ja auch unterschiedliche Interessen. Wenn ich mal in die Länder reinhöre, Bundesländer, die Wasserstoffnetze haben, dann ist da auch die Wahrnehmung, das grüne Wasserstoffmolekül ist ein kostbares Molekül und ist vielleicht zu schade, um es jetzt einfach in einem Kessel, in einem Wohnhaus zu verbrennen. Können wir das nicht besser einsetzen? Und ich glaube, das muss man eben auf der Zeitachse sehen. Es kann ja durchaus sein, dass wir in 20, 30 oder 40 ja, wieder bei, was weiß ich nicht, wie viel Prozent Wasserstoff im Erdgasnetz landen. Aber wir stehen ja am Anfang einer Entwicklung und wir müssen Erfahrungen sammeln. Und deshalb glaube ich, könnte die Zieldiskussion ein bisschen ablenken von dem, was müssen wir und können wir eigentlich jetzt ohne große Anstrengung als nächste Schritte gehen und tun. Und wo ist wirklich auch der Bedarf? Wo ist zum Beispiel die Bereitschaft, für die Reduzierung von CO2 relativ viel Geld auf den Tisch zu legen, größer? Also im Verkehrssektor ist das zum Beispiel der Fall. Wenn wir in den Gebäudesektor gehen, ist da die Bereitschaft, mehr zu zahlen, vergleichsweise gering. Reißt auch sehr schnell große Debatten auf, ja, bezahlbares Wohnen. Ich meine, das ist ein Riesenstichwort in allen großen deutschen Städten. Es ist auch verständlich, dass die Politik da sehr, sehr zurückhaltend ist und nichts im Grunde tun will, um so eine Debatte weiter zu befeuern und die Ängste der Bevölkerung nach vorne zu bringen. Denn wir müssen doch Klimaschutz und Sozialverträglichkeit zusammenbringen. Wenn das irgendwie ein Konflikt wird, dann geht doch politisch gar nichts mehr. Also insofern wäre ich da zurückhaltend bei solchen Fragen, denn, bei dem Ziel, ja, aber wir haben ja, glaube ich, klar genug gemacht hier, ich als Vertreter auch des BMW, wie wir uns die nächsten Schritte vorstellen und dass wir fest davon überzeugt sind, wie Sie auch, dass grüner Wasserstoff, dass blauer Wasserstoff, dass die Technologie als Basistechnologie für die Energiewende ein integraler Bestandteil erneuerbarer Energiesysteme sein wird. Und ich glaube, man muss sich mal vorstellen, was das jetzt auch für ein Schritt ist in die öffentliche Debatte. Hier sind wir im Expertenkreis. Das ist doch draußen noch gar nicht verstanden. Nicht einmal im Bundestag bei 700 Abgeordneten. Das kann man auch nicht erwarten. Aber das ist jetzt unsere Aufgabe, die auch mitzunehmen. Denn dann haben wir eine öffentliche Akzeptanz geschaffen, wenn wir das hinkriegen. That brings me. You want to jump in? I just ask myself, how big is the knowledge on EU level, really in depth, about Wasserstoff? Yeah. Hydrogen. Yeah. So, but you wanted to say something different. I just want to say something about targets. Yeah. and a question of whether or not that's difficult to do. You can look to your neighbour to the west in France, where they've set a 10% target for renewable gas, with a sub-target of 3% to be hydrogen, so power to gas. And so from a point of view that says it's difficult to do regulation, regulation is something that we can do. It is something that can also drive investments. It's also something that can create enabling frameworks. And so that's why we like regulation so much in Brussels. We always talk about enabling frameworks. But they exist. Targets exist. They exist in France. These aren't pipe dreams. In Eurogas, we believe there should be European-wide targets for renewable and decarbonized gas, because we believe that is the best way to enable investors to be certain there is a future for hydrogen. So we see that as a fundamental tool. So the knowledge of hydrogen is very, very strong in Brussels. The expectations are very high. That's why at the beginning of this discussion, people were talking about hype. It isn't hype, though. It is something we can do. Thank you, James. Where's the Würfel? Ah, you have it already. Okay, ja, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jürgen Kuckuck von der ASUE in Berlin. Es ist genauso wichtig, einen Markt für den Wasserstoff zu schaffen. Wir haben uns jetzt viel über die Produktion unterhalten. James, you made some remarks on the utilization of hydrogen in Leeds, which creates a market, which is quite important. Just to make a remark on that. Jetzt weiter auf Deutsch. Ich finde es ganz gut, inwiefern, und jetzt mal wieder eine Frage an Herrn Benterbusch, ist es nicht auch wichtig, bei beispielsweise der Gestaltung des Gebäudeenergiegesetzes eben hier neue erneuerbare Gase, die irgendwo beigemischt werden ins Gasnetz, eben auch tatsächlich anzuerkennen als erneuerbaren Bestandteil in den Gebäuden beziehungsweise eben in die Energiebilanz. Nur als ein Beispiel für die sinnvolle, aber auch eine Attraktion zum Konsum oder zur Verwendung von Wasserstoff. Vielen Dank.
Das ist ja die Debatte um die Primärenergiefaktoren. Wir haben uns das angeschaut. Und das ist nicht so einfach, wenn man sich mal einen Neubau jetzt vornimmt und Sie sagen, Sie machen das alles mit erneuerbarem Gas, also meinetwegen Biogas. Und dann müssen wir nachhalten über, was weiß ich, 20, 30 Jahre, dass der auch wirklich Biogas benutzt. Das ist nicht so einfach. Also da gibt es eine ganze Reihe von Problemen in der Praxis bei der Umsetzung. Ja, also Stichwort Bürokratie. Also das ist, haben wir uns angeschaut und wir haben da noch keine Lösung. Ich habe auch gerade gesagt, dass wenn wir jetzt uns die Frage eben anschauen der erneuerbaren Gase insgesamt, dann ist uns bewusst, zum Beispiel beim Thema Biogas, dass da noch viele Aufgaben zu tun sind. Das ist auch bei unserem Prozess Gas 2030 Dialog sehr deutlich geworden. Aber gerade mit Blick auf die Frage Beimischung ins Netz und mit Blick auf Gebäude habe ich ja gerade schon angedeutet, wo wir so ein bisschen stehen. Das grüne Molekül ist sehr wertvoll. Es in den nächsten 10 Jahren einfach zu verbrennen, da haben wir ein bisschen Vorbehalte. Ich glaube, da gibt es Verwendungen in der Industrie, in anderen Sektoren, wo wir eher in die Wettbewerbsfähigkeit kommen. Denn das antwortet ja genau auf Ihre Frage des Marktes. Das heißt, wir sehen den Markt für grünen und blauen Wasserstoff in den nächsten 10 Jahren nicht unbedingt im Gebäudebereich. Dr. Küchler? Entschuldigung, wenn ich ein bisschen provokativ antworte. Und ich war zwar auch nicht die Frage, aber ich habe ja auch viel über Markt gesprochen. Erstmal ist Markt künstlich zu kreieren, ist fast schon Widerspruch in sich. Dann haben wir 2 gute Beispiele gehabt in den letzten Jahren und viele andere auch noch, aber EEG-Umlage jedes Jahr 6 Milliarden Euro. Weiß nicht, ob das so super geklappt hat. Und den Kohlepfennig, hauptsächlich auch wieder im Ruhrgebiet, ein Erfahrungsschatz. Das sind alles Themen, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Da kann ich die Politik verstehen, dass sie da auch nicht sich klar jetzt schon entscheidet, wo das Gesamtbild überhaupt noch nicht holistisch ausgearbeitet worden ist. Das ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Auf der anderen Seite gebe ich auch zu, wenn ich davon rede, es gibt einen Markt, es gibt eben Wünsche, Produkte, die nachhaltig erzeugt worden sind, zu kaufen. Ob das dann 100% sind, das wage ich auch zu bezweifeln. Sonst gäbe es bei Aldi und Lidl, glaube ich, keine konventionellen Obstbereiche mehr. Da muss man sich dann darüber im Klaren werden, wenn man erstmal diese Märkte sich entstehen lässt. Und ich glaube, da stehen wir jetzt kurz davor, weil viele Produkte so jetzt hergestellt werden. Und da muss man gucken, was man dann als nächstes Schritt vielleicht da in die Richtung tut. Danke Ihnen. Sie haben den Würfel, ja. Ist das ein Mikro hier? Oder? Ja. Gerne ein bisschen näher ran, dann können Sie überall. Mein Name ist Franke vom Weltenergierat. Wir haben kürzlich eine Studie durchgeführt über das ganze Thema PTX, vor allen Dingen das Scaling-up. Und wenn wir über das Scaling-up nachdenken, geraten wir in ganz erhebliche Probleme in Deutschland. Mit Reallaboren sind wir ja noch in der Sandkiste. Wenn wir aber über größere Anlagen denken, über den Bedarf, der auf uns zukommt, kriegen wir Kapazitätsprobleme. Sie müssen sich vorstellen, wir brauchen Elektrolyseanlagen mindestens 100 Megawatt und größer, sonst werden wir ökonomisch nicht arbeiten können. Dafür brauchen wir nicht Überschussstrom von Windanlagen, sondern wir brauchen Anlagen, die ausschließlich und permanent für diese Elektrolyseanlagen arbeiten. Dafür brauchen wir neue erneuerbare Energien im großen Stil, wofür wir wiederum Akzeptanzprobleme erheblicher Art bekommen. Wir werden das nicht schaffen, sowohl für die vielen Anlagen, die wir brauchen, die Akzeptanz hier in Deutschland zu bekommen, für die Neuanlagen, für die Netze, die wir bauen müssen. Wasserstoffnetze, warten Sie mal ab, wie die Bevölkerung auf Wasserstoffnetze reagiert. Wir sind da zu dem Schluss gekommen, wir können das nur im Ausland machen, wir können es nur importieren, auch dort wird es deutlich günstiger. Und wir haben natürlich auch Länder identifiziert, die dafür geeignet wären, nur mit denen müssen wir auch mal vernünftig reden können. Vielen Dank, Dr. Franke. Herr Berninghaus, ja, Sie beide. Ja. Die Möglichkeit in Deutschland, große Strommengen für Power-to-X zur Verfügung zu stellen, ist eingeschränkt, völlig klar. Aber sie sind auch noch nicht völlig ausgeschöpft. Im Augenblick sind die Grenzen für den weiteren Ausbau ja häufig auch das Netz und die fehlende Verwendung da, wo der Strom erzeugt wird. Wir müssten also in Deutschland im Grunde genommen nur die Möglichkeiten ausschöpfen, die wir haben. Dann können wir die Technologie hier entwickeln und dann ist es völlig korrekt, dass wir dann in unser europäisches Umland gucken und fragen, wo ist denn da eigentlich das große Potenzial? Nur mal ein Beispiel, Norwegen hat große Reserven noch an Wasserkraft, aber das ist auch im Verhältnis unbedeutend, was eigentlich entscheidend ist. Norwegen hat so viel Windpotenzial, und zwar onshore, dass Norwegen alleine ungefähr 20% des gesamten europäischen Bedarfs in 2050 abdecken kann, inklusive Elektrokraftstoffe.
Das machen die Norweger heute nicht. Die bauen die Windräder nicht, weil sie ja genügend Wasserkraft haben und der Strom ist ja schon billig genug. Wenn wir aber anfangen, mit der Technologie jetzt dort den Kraftstoff aus Windstrom zu machen, dann werden natürlich parallel dazu Windparks gebaut, bis der Arzt kommt. Und dann können wir in Europa mit erneuerbarem Strom wunderbar sowohl den Transportsektor als auch den Wohnungssektor, eben als auch die ganze Direktverstromung abdecken. Danke dir. Herr Backe, ja. Ja, was das Thema Akzeptanz von Wasserstoffleitungen betrifft, vielleicht noch so viel. Wir sprechen nicht davon, dass wir neue Wasserstoffnetze bauen, sondern wir widmen bestehende Leitungen um. Und insofern, ob durch die Stromleitung grüner Strom fließt oder Braunkohlenstrom, interessiert den Endanwender in dem Sinne jetzt auch nicht, noch nicht Akzeptanz in die Leitung. Insofern bin ich guter Hoffnung, natürlich ist Wasserstoff noch ein bisschen was anderes, dass wir dort eine hohe Akzeptanz erreichen können. Da sehe ich keine Probleme. Mhm. Sie noch, Herr Bentebusch, ja. Ja, vielleicht dazu nur ergänzend, ganz konkretes Beispiel. Unser Minister hat mit seinem niederländischen Kollegen vereinbart, dass wir uns an einer Durchführbarkeitsstudie beteiligen, wo es genau um diese Frage geht, also das Elgasnetz, das jetzt zum Teil nicht mehr gebraucht wird, ob man da eben Kapazitäten freimachen kann für Wasserstoff. Und ist auch im Bundesland beteiligt, das ganz in der Nähe von Holland liegt. Also ich meine, das sind ganz konkrete Projekte. Das wird dann eine Feasibility-Studie, aber Sie sehen auch wir, denken über solche Sachen nach. Wir sind in Gesprächen im Rahmen unserer Energiepartnerschaften mit einer ganzen Reihe von Ländern über Power-to-X-Projekte. Ja, also da tut sich was. Das ist im Kommen, das ist am Anfang. Aber wir sind sozusagen auch dabei. Danke Ihnen. Wir haben noch 5 Minuten für Sie da hinten, hinter der Reling. Genau. Sozusagen. Ach, Sie haben es schon. Ja. Als Zaungast. Markus Wolf ist mein Name, Electric Power Research Institute. Ich bin recht dankbar, dass der Herr Bentebusch von Technologieoffenheit gesprochen hat. Etwas befremdet mich die letzten Jahre ziemlich in Deutschland. Wir setzen jede Diskussion, auch technisch-naturwissenschaftliche, immer in so ein religiös-moralisches Licht. Es gibt keinen grünen oder blauen Wasserstoff. Es gibt auch keinen guten oder schlechten Wasserstoff. Es gibt nur emissionsarmen oder dreckigen Wasserstoff. Und da hat die Politik natürlich auch ein bisschen eine Führungsfunktion, zu sagen, wir müssen überzeugen mit Argumenten und nicht gleich einzuknicken. Ich habe noch eine Frage an Herrn Köffler, ob er eine Vorstellung davon hat, wenn er Stahl ausschließlich mit elektrolytischem Wasserstoff erzeugen möchte, wie hoch dann sein Stahlpreis liegt. Okay, die nehmen wir. Dürfen wir vielleicht noch eine weitere Frage? Sie müssen sich jetzt ganz kurz fassen. Sie können schon mal antworten, Sie kriegen schon mal das Mikro. Ja, ist ja ganz kurz. Ist ja ganz kurz. Ne? Ja. Ja, klar habe ich eine Vorstellung. Ne? Und zwar? Nö. Gut, okay. Surprise. Also ich habe eben so eine Frage aus der Energiebranche oder aus der Gasbranche eben auch so verstanden, dass die ähnlichen Geschäftsmodelle hatten oder vielleicht immer noch hatten, wie es Stahl noch vor 15 Jahren war. Ne? Gerade bei ThyssenKrupp, Qualitätsführer damals, heute weiß ich nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich sage das mal so in meinem Ruhrgebietsdeutsch. Ne? Wir haben den Stahl produziert und am Tor bei uns, ne, ist der von den Kunden abgeholt worden. Die waren froh, wenn wir da was hingestellt haben. Wir werden das anders bepreisen müssen. Das ist ein ganz anderes Pricing-Thema. Und deswegen, ich bin auch naturwissenschaftlich ausgebildet und ich weiß, dass man da bitte keine Dogmen hinstellen sollte. Und Technologieoffenheit auf jeden Fall. Wir wissen alle nicht, wie die Welt in 30 Jahren aussieht, aber aus einer anderen Denke heraus, weil ich nicht weiß, was will der Mensch in 30 Jahren haben. Mhm. Akzeptiert er das, dass das aus CCS gekommen ist oder aus anderen Technologien? Das ist am Ende das Thema und das ist auch preisbestimmt. Mhm. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Bitte. Jochen Hau von der BayWa RE. My question is to you, James, as you had expected. You mentioned speed and targets. And regarding speed, I think we learned from climate science and it's updated almost with every forest fire we have in Germany, that we have about 9-10 years of carbon that we can use at going at the current speed. So the question then regarding target and Eurogas is, what year, which speed do you propose? What is the Eurogas target to have 100% green or carbon-free gas in Europe? Mm-hmm. Thank you. Thank you, Jochen. I could have guessed. Nice to see you again.
What I would say about the targets, the way that we look at it, is that we think they should definitely be reinforcing the targets that have been set in the Renewable Energy Directive. We see that that's a very important target that we need to look at towards 2030. You have to look at how the gas target within that for the renewable side could exist. And then in the gas directive, which we expect to be coming up, we are mooting the idea that you need to put in a decarbonized gas target into that, because actually if you create hydrogen from natural gas, it can't fit under the Renewable Energy Directive target. Now, the question of the Renewable Energy Target is it's 32%. However, by 2030, 32% of energy in Europe should come from renewable sources by 2030. Now, however, the point about that is that if the overall decarbonisation target is revisited, which it may well be at the European level, from 40% as it is today to 55% by 2030, that some countries would like to see, that may have an impact. So the answer to the question is, very simply, we are waiting to see exactly where the line will be before we declare our specific targets. But the decision that was made by the board is very clear that it should be in line and supports the EU-wide target for the Renewable Energy Directive. So you have to look at how that applies to the different sectors like heat and so on and so forth. So it's a bit more complicated than just saying, oh, we want 20% or 15 or 10 or whatever. So, sorry? Yeah, 100 by 20, at least. Yes. At least. Thank you. Thank you, James. We had a last question, I think, over there. Maybe not anymore. Yes. There's a female question. I embrace that one. Hello. My name is Lisa Wolf. I work for a consultancy named Kratos. Okay, jetzt switche ich zurück zu Deutsch. Meine Frage geht so ein bisschen wieder Richtung Herstellung von grünem Wasserstoff. Ich würde den blauen jetzt auch erstmal ein bisschen außen vor lassen, weil ich glaube, sonst machen wir uns das vielleicht ein bisschen zu einfach. Bei der Verwendung und Schaffung von Markt und so habe ich eigentlich nicht die großen Sorgen. Ich sehe viele Anwendungsgebiete, vor allem Industrie, aber dann halt auch Green Fuels und so weiter. Überhaupt kein Problem. Aber wir tun in dieser Diskussion gerade so, als wäre Deutschland das einzige Land, was Unmengen an grünem Wasserstoff bräuchte. Und okay, wir können Norwegen zupflastern und haben dann vielleicht für Europa 20%. Aber was ist mit dem Rest der Welt? Also die Länder, von denen wir erwarten, uns massenhaft grünen Wasserstoff zu liefern, die wollen ja vielleicht auch erstmal ihr Stromsystem dekarbonisieren. Dafür bräuchten die Unmengen an Windmühlen und Solarparks. Und dann auch noch den Wasserstoff, nur so als Ausblick in die globale Perspektive. Okay, vielleicht a very last sentence, thank you very much. Can I just answer very that last very quickly. Sentence from you? Just the one point about that. Middle East today is selling solar. It's the cheapest solar in the world. And they don't need all of the solar they produce all day long, every day. It's very clear that where we're taking hydrocarbons from today, we can easily take green hydrogen from tomorrow. For me, there isn't even a question that they would need to consume all of that hydrogen in Saudi Arabia, Qatar, UAE. There will be excess. They won't have public acceptance issues. They can build large on land that it's not used for food. It's very clear to me that we will be able to import, and that will keep our costs down, and that's good. Thank you very much, James. Weltweit gibt es so viele Ressourcen, ob Sie Afrika, Indien, die Mongolei in China nehmen. Wenn man dort überall die Ressourcen ausschöpft, ist auch für diese Länder immer im Überschuss erneuerbare Energie verfügbar. Man muss sie nur dann auch der Verwendung zuführen können. Und wir haben in Europa nicht nur Norwegen. Wir können mit dem Onshore in Norwegen das erreichen, was ich vorhin gesagt habe. Wenn wir Offshore gucken, wenn wir Schottland gucken, wenn wir Portugal gucken, wenn wir Spanien gucken, wenn wir Süditalien gucken. Wir haben in Europa alleine für uns ein Potenzial, was die erneuerbare Wende in Europa schaffen kann. So, das muss man sich nur klar machen. Es ist nicht die Frage der Verfügbarkeit, es ist die Frage, wie machen wir das nutzbar. Vielen Dank. Ich möchte hier an der Stelle ganz, ganz herzlich vielleicht einen Abschlussapplaus für diese Engagierte an alle Teilgebenden. Ich möchte mich sehr bei Ihnen bedanken, bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihr durchgängiges Interesse und Ihre Fragen. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich nehme mit, ich weiß nicht, was Sie mitnehmen, zwei Farben und irgendwie Türkis, also Blau und Grün und Türkis. Ich nehme sehr viel Fragen der regulatorischen Maßnahmen der Zukunft, die diesen Prozess säumen sollen und müssen. Ich nehme die globale Perspektive mit und ich glaube, ich nehme mit, dass wir in Deutschland nicht so schlecht aufgestellt sind, um den Weg in diese Richtung in Richtung 100% zu gehen.
Ich will Ihnen nur noch ganz kurz sagen, der BDEW wird jetzt im Mai, nee, das war schon, jetzt haben wir schon Juni, ein Kompendium grünes Gas veröffentlichen. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich das falsch auf meinem Zettel, ob es schon veröffentlicht ist. Und Entschuldigung, also das war mein Fehler, es ist schon veröffentlicht und kann Ihnen zugänglich gemacht werden. Da geht es um die weiteren technischen Möglichkeiten der Dekarbonisierung und Emissionssenkung. Und dann möchte ich Sie ganz gerne noch auf die Weiterführung der Diskussion hinweisen. Auch ein sehr intensiver Austausch. Wasserstofffachtagung des BDEW am 27. und 28. August in Frankfurt und die Flyer dafür in DIN A4 liegen auf Ihren Plätzen. Bleiben Sie dem BDEW und dem Thema und seinen Partnern, die uns heute dankenswerterweise unterstützt haben, gewogen. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen einen sehr weiteren grünen und erfolgreichen Tag. Vielen Dank.